So, und formal, um das klar zu definieren, überlegen wir uns jetzt, brauchen wir den, oder ich verwende jetzt den Begriff der Konfiguration, die beschreibt eigentlich nur den aktuellen Zustand, in dem der Automat gerade ist. Aber jetzt nicht nur im Sinne des Zustands, sondern in so einer Konfiguration, da legen wir einmal den Zustand ab und wir legen ab, was wir noch auf der Eingabe haben und was wir noch auf dem Stack haben. Und ich nenne jetzt eine Konfiguration, das folgende. Das sieht schlimmer aus, als es in der Tat ist. So, das besteht aus drei Elementen, und zwar aus einem Zustand, aus meiner Zustandsmenge, aus einem Wort W, das ist aus der Menge der Eingabezeichen, und ein Wort Kleingamma, das ist aus der Menge der Zeichen auf dem des Stack-Alphabets. So, und die Idee ist dabei, dass das Wort W der noch nicht bearbeitete Teil der Eingabe ist. Also ich bin an einer bestimmten Stelle, beispielsweise hier. Wenn ich hier wäre, dann wäre das sozusagen das Wort W in meiner aktuellen Konfiguration. Ja? Sozusagen der noch nicht verarbeitete Teil der Eingabe. Und Gamma beschreibt einfach den vollständigen Inhalt des Stacks. Ja? Und Q ist halt entsprechend der aktuelle Zustand. So, und die Startkonfiguration, wenn ich jetzt sozusagen den Stack ganz frisch loslaufen lasse, dann bin ich in meinem Startzustand. Ich habe das Wort W, das ist meine Eingabe, meine vollständige Eingabe. Und der Stack besteht nur aus diesem Stack-Endezeichen Z und 0. Das ist die Startkonfiguration. So, und hier ist jetzt eigentlich beschrieben, wie ich jetzt von einer Konfiguration in die nächste Konfiguration übergehen kann, wie also gerade diese Übergangsrelation funktioniert. Ja, und ich sage jetzt hier, dass ich habe eine Konfiguration, in der befinde ich mich gerade, das ist C1. Und jetzt gucken wir uns an, was kann ich eigentlich als Nachfolgekonfiguration bezeichnen. Das nenne ich dann irgendwie hier C2. Das kennzeichnen wir hier so, auf diese Art und Weise. So, und da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Wenn das meine Start- oder meine Ausgangskonfiguration ist, ich bin in einem Zustand Q1. Ich habe auf meiner Eingabe noch das Zeichen A, gefolgt von dem Wort W. Das mache ich jetzt so, weil ich mit dem A jetzt gerade irgendwas machen will, also ein einzelnes Zeichen. Das ist mein Inhalt auf dem Stack, Groß A und Gamma. So, und die Nachfolgekonfiguration, das ist ein Zustand Q2. Das ist das Wort W, das ist das Wort Nü Gamma. So, und dann muss das eine Relation sein, so eine Übergangsrelation. Ja, das heißt, ich bin im Zustand Q1, lese das A von der Eingabe, lese das A vom Stack, gehe in den Zustand Q2 über und schreibe das Nü. Ja, das heißt, das A wird ersetzt durch dieses Symbol oder das Wort Nü. Ja? Das passiert sozusagen. Ja, ich kann nicht nur ein Zeichen auf den Stack schreiben, ich kann da auch im Prinzip mehrere Zeichen drauf schreiben. Das steht gerade hier. Ja, und das ist hier nochmal textuell beschrieben. So, und die Eingabe rückt dann eine Position weiter, das lesen wir hieraus ab, dass aus dem A W das W wird. Ja? So, und die zweite Möglichkeit ist, dass wir nur auf dem Keller arbeiten, dass wir also nichts von der Eingabe verarbeiten. Das heißt, das wäre die Situation, ich habe das als meine Ausgangskonfiguration. Ich bin in Q1, habe das W auf der Eingabe, ich habe wieder ein A Gamma auf meinem Stack stehen. Ja, also irgendwie der Stack sieht dann so aus. Ja, hier unten steht das Gamma und dann haben wir irgendwie das einzelne Zeichen A. So, und dann habe ich den folgenden Übergang. Q1, auf der Eingabe mache ich gar nichts, da verarbeite ich sozusagen das leere Wort. Also ich rücke nicht weiter, ich lese nur ein Zeichen vom Stack. Ja, und das Zeichen auf dem Stack wird ersetzt durch dieses Nü. Das heißt, ich bin dann an der Stelle, dass ich das A hier sozusagen ersetze durch dieses Zeichen. Ja, oder das kann auch ein ganzes Wort sein. Ja, dieses Nü, das ist auch aus Gamma Stern. Das beschreibt einfach nur, wie letztendlich mit so einem PDA zu arbeiten ist. Also das sollten Sie verstehen. Aber das ist auch, sieht eigentlich schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ja, wenn man sich den Automaten vor Augen hält, ist das gar nicht so schlimm.